Hallo Menschen, im englischsprachigen Bereich ploppt zurzeit sehr oft dieses Bookish Facts About Me Video auf und ich fand das eigentlich eine ganz nette Idee und mag es auch über andere Leute zu erfahren, was die halt so mit Büchern verbinden oder halt einfach so ein, zwei Fakten, wie es der Titel eben sagt. Finde auch, dass das ein ganz interessantes Intro eigentlich für einen Kanal wäre. Deswegen dachte ich mir, ich drehe das jetzt mal und los geht's. Fakt Nummer 1. Ich breche niemals, niemals den Buchrücken bei Büchern. Das ist für mich ein No-Go und das kriege ich eigentlich auch bei Taschenbüchern, selbst bei sehr dicken Taschenbüchern, wirklich gut hin. Fakt Nummer 2. Wenn ich aber mal ein gebrauchtes Buch kaufe, was bereits einen gebrochenen Rücken hat, muss ich zugeben, dass ich es eigentlich sehr angenehm finde, wenn man nicht so aufpassen muss, wenn man es halt einfach aufklappen kann und wenn man, falls man das Lesen mal unterbrechen muss, es einfach verkehrt rum halt mal hinlegt. Ich finde das sehr angenehm, mich dann nicht so drum kümmern zu müssen, aber ich würde es trotzdem bei einem neuen Buch niemals, 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 nie machen. Fakt Nummer 3, klingt vielleicht so ein bisschen arrogant oder eher oberflächlich, aber so die Idee, belesen zu sein, wobei man darüber nochmal ein extra Video machen könnte, was das bedeutet, finde ich sehr schön. Nicht mal um unbedingt das allen zu zeigen oder dann auf einer Cocktailparty zu sagen, ach ja, ja, das und das und das habe ich gelesen, sondern auch einfach so für mich selber. Wenn ich irgendwann an so einem Punkt bin, wo ich sage, okay, ich habe jetzt die und die Klassiker gelesen und auch ein paar Neuerscheinungen und Fantasy und so weiter und so fort, diesen Moment würde ich gerne erreichen. Ich finde es eine schöne Vorstellung, einfach vieles gelesen zu haben und irgendwann natürlich noch weiterlesen zu wollen, aber so eine gewisse Ruhe zu haben. Das verbinde ich auch mit belesen sein, weil ich aktuell immer noch das Gefühl habe, das und das und das habe ich nicht gelesen und das möchte ich aber noch lesen. Und ja, deswegen ist es schon so ein bisschen ein Ziel, belesen zu sein. Früher hatte ich ganz, ganz große Probleme damit, Bücher zu verleihen. Ich hatte da auch so ein Kernerlebnis mit Dan Browns Sakrileg, was ich meiner Cousine verliehen hatte. Und es kam und kam nicht zurück und bla bla bla. Und irgendwann hat sie dann so gesagt, ja, sie hätte das nochmal weiter verliehen, ohne mich zu fragen. Und ich weiß nicht, ob sie es wirklich verliehen hat, ob sie es vielleicht verloren hat. Ende vom Lied, irgendwann haben meine Eltern dann mal gefragt, könnte meine Tochter das Buch vielleicht zurückkriegen? Und es war auf jeden Fall nicht mehr da. Und dann haben sie mir die Taschenbuchausgabe gekauft, obwohl ich ihnen die gebundene ausgeliehen hatte. Und allgemein mal, also ich hatte halt so diese negativen Erfahrungen in der Schule, auch wenn man in der Pause etwas liest, dann kommt irgendjemand und sagt, oh, was liest du da? Und knickt das Buch so vor meinen Augen oder dalfert es einfach so mit seinen Pausenbrothänden an. Und ich meine, ich weiß, es geht prinzipiell um den Inhalt, aber ich meine, ich habe dafür Geld ausgegeben und ich hätte gern, dass das Buch am Ende so aussieht, wie ich es mir halt hübsch gekauft habe und nicht, dass irgendjemand anderes halt meine Sachen kaputt macht, selbst wenn ich dann die Geschichte noch lesen könnte. Das Ganze ist aber schon etwas besser geworden. Ich habe ja inzwischen auch gebrauchte Bücher gekauft und ich finde es auch in Ordnung, Bücher wegzugeben, weil im Großen und Ganzen möchte ich natürlich also die Liebe für die Bücher weitergeben. Und deswegen ist es auch okay, mich mal von Büchern zu trennen. Und wenn sie dann halt nicht so gut zurückkommen, okay, Hauptsache ich habe jemand anderen mit der Liebe zu diesem Buch im besten Fall angesteckt. Nächster Fakt. Ich habe oftmals das Bedürfnis, zum Beispiel Science-Fiction oder Comics oder zum Beispiel auch Metal-Musik, auch wenn das eine andere Sache ist, vor anderen Leuten zu verteidigen, also sowas zu sagen, ja, da gibt es aber auch ganz tolle Sachen, weil ich damit zum Beispiel auch an der Uni so ein bisschen schlechte Erfahrungen gemacht habe. Ich weiß, es gibt andere Universitäten, da werden Comics sogar unterrichtet in Seminaren. Bei uns habe ich vor allem mit den Professoren eher so, ja, da wurde ich halt belächelt und deswegen kommt es immer mal wieder in mir hoch, dass ich mir sage, nein, das ist auch ganz toll und auch wenn andere das vielleicht nicht interessiert, dann verteidige ich diese Genre immer ein bisschen stark. Im Umkehrschluss, nächster Fakt, habe ich dann aber auch ein ganz, ganz großes Problem, wenn Leute quasi nicht dazu stehen. Wenn sie dann zum Beispiel solche Dinge sagen wie, ja, es ist zwar Sci-Fi, aber es ist viel literarischer als normales Sci-Fi und das können auch Literary Fiction Leute lesen. Oder bei uns auf Arbeit passiert das immer wieder, dass zum Beispiel Schöne neue Welt oder 1984 halt aus dem Science-Fiction-Regal, also einer meiner Kollegen, rausnimmt zu den normalen Romanen, so mit der Begründung, naja, aber es ist ja ein Klassiker und ein Klassiker kann in ihren Augen halt keine Science-Fiction sein, weil Science-Fiction ist ja immer nur, ist ja nichts wert und deswegen mag ich es halt, wenn Leute sagen, ja, das ist ein Science-Fiction-Buch, es ist trotzdem ein Klassiker und das kann gut zusammengehen. Natürlich gibt es auch viel Schund, aber es gibt auch viel Schund in der normalen Literatur und ja, ich mag das halt, wenn man vielleicht auch zu seinem Nerdigsein steht. Ich habe diese seltsame Angewohnheit, wenn ich einen tollen neuen Autor entdecke, das erste Buch eines Autors lese und ich bin hin und weg, dann lese ich nicht wie alle anderen immer mehr von denen, sondern ich höre dann erstmal auf, immer so nach dem Motto, naja, den kenne ich jetzt, jetzt weiß ich, dass der gut ist, dann lese ich erstmal was anderes. Und wenn ich jetzt so nachdenke, ergibt es auch für mich keinen Sinn. Es wäre ja super, wenn man davon ausgeht, okay, die nächsten Bücher von ihm werden auch gut sein. Warum sollte man dann nicht weitermachen? Aber in meinem Kopf sage ich mir dann, okay, wisst du erstmal was anderes aus und wenn du was Gutes brauchst, dann weißt du halt, wo du hinkommen musst. Ich kann keine Hörbücher hören. Ich habe es jetzt mehrmals versucht, auch mit mehreren Genres und Richtungen.
Ich bin aber auditiv irgendwie nicht fähig, irgendwas aufzunehmen. Also es war auch in der Uni, in der Schule schon immer so, ich muss es aufschreiben, ich muss es halt nochmal lesen und so weiter und so fort. Es ist auch so, dass ich mir halt immer sehr viel anstreiche und ich wüsste zum Beispiel gar nicht, wie ich eine Rezension über ein Hörbuch drehen soll, wenn ich doch dann keine Zitate zur Hand habe. Also ich finde das ganze Konzept irgendwie total seltsam. Rein vom Hören kriege ich halt echt ganz wenig mit. Nächster Fakt, ich hatte mal eine sehr, sehr, sehr intensive Stephen King-Phase und ich komme momentan überhaupt nicht mehr an ihm heran. Also auch wenn ich ein neues Buch von ihm sehe, ich mir so, oh nee, schon wieder Stephen King. Und dasselbe hatte ich auch mit Wolfgang Holbein. Da habe ich unglaublich viel in meiner Jugend gelesen und jetzt geht es so gar nicht mehr. Ich kann mich immer noch nicht so richtig entscheiden, muss ich natürlich auch nicht, ob ich lieber so dieses total simple Design der Reklamheftchen mag oder so diese richtig überbordenden, schönen, gebundenen Bücher mit Verzierungen und drumherum. Also ich genieße echt beides und wenn mich jetzt jemand fragt, was ich halt lieber hätte, wie die meisten Bücher designt sein sollen, ich kann mich partout nicht entscheiden. Nächster Fakt, ich arbeite in einer Buchhandlung. Es ging als Praktikant los, dann habe ich als Aushilfe nebenbei zum Studium gearbeitet und jetzt bin ich festangestellt. Ich bin eigentlich nicht der allergrößte Harry Potter-Fan, aber ich bin Ravenclaw. Früher habe ich immer mit Hintergrundmusik gehört und es war mir auch ziemlich egal, was da lief, ob die Deutsch gesungen haben oder was auch immer. Und jetzt geht das gar nicht mehr. Beziehungsweise es muss wirklich sehr, sehr ruhige Musik sein und immer instrumental. Sobald jemand singt, auch in einer anderen Sprache, geht echt überhaupt nicht mehr bei mir. Ich habe noch immer keine richtige Regel gefunden, nach der ich Bücher abbreche. Und früher habe ich alles konsequent durchgelesen, aber aktuell finde ich, dass das oft auch Zeitverschwendung ist. Und alle Bücher, bei denen ich mir dann gesagt habe, naja, jetzt liest das halt doch, haben mir eigentlich nicht gefallen. Und ich finde, eigentlich weiß man ja inzwischen auch irgendwann mal, das Buch wird mir vermutlich nichts mehr bringen. Ich hatte mal 100 Seiten mir als Regel gesetzt, wenn es mich bis dahin nicht gepackt hat, dann breche ich es ab. Aber das mache ich leider nicht wirklich konsequent. Und ich würde aber doch ganz gerne wieder dahin zurückkommen, um einfach Zeit zu sparen. Es gibt so viele gute Bücher, warum soll ich jetzt tagelang mit einem verschwenden, was dann weggegeben wird, was mir nichts bringt, was mir nur gezeigt hat, okay, das ist halt nicht das, was du magst. Super Sache. Nächster Fakt, ich stelle mir Personen selten klar vor, sondern das sind bei mir eigentlich immer so grobe Schablonen. Also selbst bei Harry Potter zum Beispiel, okay, irgendwann hat es gerafft, er hat grüne Augen wie seine Mutter, aber ich hatte eigentlich, bis zu dem Film halt, ich hatte kein richtiges Bild im Kopf. Also auch bei, vor allem bei so Literary Fiction, da sind das für mich einfach so Personen und nichts wirklich Klares. Ich bin inzwischen soweit und eigentlich auch ganz froh darüber, dass mich nicht zusammenpassende Reihen nicht mehr wirklich stören. Also wenn ich gerade dabei bin, die mir zu kaufen, dann versuche ich zwar mal kurz, das im selben Format zu kriegen, aber bei mir passen fast keine Reihen zusammen. Ich habe eigentlich alles irgendwie immer unterschiedlich und es ist auch gar nicht so schlimm. Genauso wie zwischen diesem simplen Design und dem überbordenden kann ich mich auch immer noch nicht entscheiden, ob ich Taschenbücher oder Hardcover mehr mag. Muss ich natürlich auch nicht. Ich habe aber ein absolutes Lieblingsformat auf jeden Fall und das ist das Fischer Taschenbibliotheksformat beziehungsweise diese ähnlichen Formate aus anderen Verlagen. Das heißt, es ist das kleine Taschenbuch große, aber meistens mit Hardcover. Das finde ich super. Das ist so praktisch. Es hält mehr aus als die anderen. Es passt trotzdem in eine kleine Tasche. Perfekt. Genauso will ich Bücher haben. Mit dem Hinweis, dass die Schrift teilweise wirklich klein ist, was mich noch nicht stört, aber wenn ich irgendwann mal 70 bin und noch lesen will, dann wird es vielleicht anstrengender. Mit 14 schrieb ich einen kompletten Fantasy-Roman, inklusive Karten, die ich selber gezeichnet habe und drei ausgedachten Sprachen mit Vokabular und Grammatik, alles drum und dran und inzwischen habe ich alles gelöscht. Alles weg, ist wahrscheinlich auch besser so. Freiwillig lese ich eigentlich niemals parallel. Es wird bei mir ein Buch beendet und dann kommt das nächste. Parallellesen kann eigentlich nur passieren, zum Beispiel bei diesem Projekt Gemeinsam lesen, was ich letztens hatte, wenn irgendwie zwei Menschen mir gesagt haben, ich möchte an dem Tag gerne anfangen mit einem Buch, okay, aber für mich selber lese ich immer nacheinander. Ich markiere mit Bleistift in Büchern, meistens wirklich einfach nur ein, hier ist ein Zitat, ich schreibe nicht viel dran, manchmal passiert das. Früher habe ich das immer nur in Schulbüchern gemacht und seltsamerweise in Reklamheftchen, auch wenn es kein Schulbuch war. Diese Regel gab es von mir, jetzt wird bei allem markiert. Post-its mache ich aber nur da rein, wo ich etwas in einem Video zitiere. Also für mich selbst in Büchern habe ich nie Post-its gemacht. Das ist immer nur jetzt, dass ich das Zitat schneller finde. Ich habe aber diese Angewohnheit, dass ich dann später tatsächlich nochmal so durch Bücher durchblättere, vor allem Lyrikbände und mir nochmal durchlese, was ich halt schön fand, was ich angestrichen habe. Gottfried Benn und Baudelaire waren die Lyriker, die mich zum ersten Mal davon überzeugt haben, dass Gedichte wunderbar, toll, auch düster sein können, und diese Liebe hält eigentlich bis heute an.
Nächster Fakt: Beim Nachhauselaufen habe ich früher immer gelesen. Das ging an so einer Allee entlang, die auch so eng war, dass keine zwei Autos wirklich aneinander vorbeilaufen konnten. Und ich habe mich darum immer nicht geschert. Ich wurde da auch mehrmals angehupt, weil ich einfach in mein Buch geguckt habe und nicht mitgekriegt habe, was um mich herum passiert. Sowas. Heute habe ich ja einen etwas anderen Heimweg mit der Straßenbahn und ich hoffe, dass die Kollegen das niemals sehen, aber ich habe schon mal vielleicht. Und das nicht, weil ich die Kollegen nicht mag, finde die ganz toll, aber ich habe eventuell schon mal einen Kollegen angelogen, dass ich gesagt habe, ja, ich fahre heute leider nicht mit euch nach Hause, weil ich stattdessen lieber lesen wollte. Und bin dann halt woanders lang gefahren, was länger gedauert hat, was oft auch keinen Anschluss hatte, aber ich wollte jetzt dieses Buch weiterlesen und hatte da jetzt keine Lust auf soziale Interaktion. Grundsätzlich mag ich lieber kurze Bücher. Ich habe es, glaube ich, schon mal irgendwann erwähnt. Ich liebe diesen Moment, wenn man ein Buch beginnt, sich in diese Geschichten neu einfindet und ich liebe den Moment, wenn man ein Buch schließt und es fertig ist und es kurz weglegt und drüber nachdenkt. Und dementsprechend habe ich dieses Gefühl natürlich auch gerne so oft wie möglich und deswegen sind kurze Bücher für mich irgendwie immer besser. Ich traue mich natürlich in Abständen immer mal trotzdem an ein dickes Buch ran. Es gibt auch sehr viele, viele gute, dicke Bücher. Aber wenn ein kurzes und ein dickes Buch nebeneinander liegen und die Geschichten interessieren mich beide, greife ich eigentlich immer zuerst zum kurzen Buch. Und damit kommen wir zum letzten Fakt. Ganz frevelhafterweise habe ich nicht mehr immer ein Buch dabei. Ich hatte das eine Zeit tatsächlich konsequent durchgezogen. Immer, egal wohin. Zu einem Geburtstag, wenn ich mit Freunden unterwegs war, ich hatte immer ein Buch dabei. Jetzt ist es aber halt so, dass ich manchmal weiß, ich werde mit meinem Partner zu einem Ereignis hinfahren und ich werde mit ihm auch heimfahren und wir kommen. Also ich komme nicht zum Lesen, weil wir reden werden und dann habe ich auch kein Buch dabei. Aber ansonsten zur Straßenbahn, auf Arbeit, wenn ich was zur Post bringe, nehme ich immer ein Buch mit und es ist auch wirklich schon oft passiert, dass da elendlange Schlangen waren und irgendein Problem war. Ich stand 10 Minuten dort und konnte schön meine Seiten lesen und deswegen kann ich das auch jedem empfehlen, wenn ihr irgendwie ein bisschen mehr lesen wollt. Also es kommt immer darauf an, wenn ihr Kinder dabei habt und so, dann nützt euch das wahrscheinlich auch nichts. Aber ein Buch dabei zu haben, ist immer eine gute Idee. Und ich hoffe, dass das jetzt 25 Fakten waren und dass ich nichts übersehen habe. Auf jeden Fall plus minus 25 Fakten von mir. Ich fände das total interessant, wenn das vielleicht noch ein paar andere Leute machen. Ich weiß nicht, ob das ein Tag ist, aber falls ihr sowas gemacht habt oder macht, dann schreibt mir das bitte. Ihr könnt mir das schamlos verlinken und euch selbst promoten. Achso, und falls ihr kein Video drehen wollt oder so, könnt ihr mir auch gerne mal so drei buchspezifische Fakten über euch erzählen, wenn ihr möchtet, in den Kommentaren. Könnt ihr natürlich sowieso immer machen, schreibt, was ihr wollt. Nettes wäre schön. Und wenn nicht, wenigstens konstruktives. Genau, und jetzt wirklich tschüss.